Russland und Indien erwägen eine gemeinsame Produktion von modernen Rüstungsgütern, teilt der russische Außenminister Sergei Lavrov mit. In Moskau habe er mit dem indischen Außenminister Subramaniam Jaishankar über die Perspektiven der militärisch-technischen Zusammenarbeit gesprochen. Um welche konkreten Waffen es gehen könnte, bleibt abzuwarten. Aufgrund seiner engen westlichen und russischen Beziehungen positioniert sich Indien hinsichtlich des Russland-Ukraine-Kriegs neutral und unterstützt auch keine westlichen Sanktionen. Für Indien lohnt sich die russische Partnerschaft auch deshalb, weil russisches Öl für den weltweit drittgrößten Ölimporteur und einkommensschwachen Staat erschwinglich ist.